Ich, Ladies und Gentlemen, habe mit 17 Jahren bereits 100.000 Euro investiert gehabt. Das Ganze ist alles andere als normal und alltäglich. Dementsprechend müssen wir in der Zeit erstmal zurückreisen, damit ihr das Ganze versteht. 2018. Ich war 13 bzw. fast 14. Mit nur einer Sache im Kopf, und zwar, ich will auf eigenen Beinen stehen und mein Leben selbst finanzieren können. Auf der Suche nach einem Weg, mein erstes eigenes Geld zu verdienen, habe ich stundenlang auf YouTube verbracht. Und ein Begriff ist mir besonders oft ins Auge gestochen. Dropshipping. AliExpress, Shopify, Dropshipping. 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 Während die anderen ihr Geld für Partys und Videospiele ausgegeben haben, haben mein Freund und ich unser letztes erspartes Geld zusammengekratzt und das Ganze in Videokurse investiert. Wir haben Stunden damit verbracht, die Videokurse zu studieren und unseren Shop aufzubauen. Doch hat das Ganze von Anfang an geklappt? Natürlich nicht. Doch aufgeben war für uns keine Option. Viele Wochen verbrachten wir damit, unzählige Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen, bis es schließlich dann soweit war. Unser erster Verkauf. Anfangs dachten wir, es sei ein Glückstreffer. Doch die Tage und Wochen darauf ging es weiter. Schlussendlich waren wir so weit, dass wir hunderte Sales machten. Eine weitere Sache hat mich jedoch zu dieser Zeit extrem beschäftigt, und zwar meine Akne. Diese hat dafür gesorgt, dass ich extreme Selbstzweifel hatte und sogar fast alle meine sozialen Kontakte zu dieser Zeit aufgab. Um dem Ganzen ein wenig entgegenzuwirken, habe ich mich dann im Gym angemeldet und ich war hooked von Sekunde 1 an. Ich investierte immer mehr in den Sport, mehr Zeit, mehr Fleiß, mehr Aufwand und durfte sogar schlussendlich mein damaliges Idol und heutigen sehr guten Freund Paul kennenlernen. Hallo, wir sind am Start. Fahr mal Flex raus. Dies gab mir dann schlussendlich den Ansporn, mit Social Media zu beginnen und das Ganze ernst zu nehmen, aber bedeutete auch gleichzeitig das Ende meiner Dropshipping-Karriere. Von nun an hieß es 100% geben in zwei Bereichen, und zwar Social Media und Fitness. Und schon bald erreichte ich auf jeden Fall ein riesengroßes Ziel von mir, meinen ersten eigenen Sponsor zu haben, und zwar Rocker Nutrition. Das war auch der Moment, wo ich mit YouTube begonnen habe, so richtig durchzustarten. Und dank eurer positiven Resonanz konnte ich auch von Anfang an damit Geld verdienen. Doch das Geld zu verdienen alleine reicht nicht. Irgendwo muss man sich ja auch mit dem Thema Finanzen beschäftigen, um auf den Gedanken zu kommen, okay, ich will jetzt zwar mein Geld investieren. Genau das habe ich getan. Also, kommen wir nun zu meinen Investments. Wie habe ich denn jetzt 100.000 Euro investiert? Vorweg, was ganz wichtig ist, ich habe nicht 100.000 Euro auf einem Schlag genommen und wo reingesteckt, sondern ich habe über einen längeren Zeitraum einfach immer wieder kontinuierlich investiert, bis ich dann eben ein gesamtes Vermögen bzw. Investment von 100.000 Euro erzielt hatte. Bei meinen Investitionen habe ich auf jeden Fall darauf geschaut, dass ich das Ganze weit streue bzw. das Risiko weit streue, indem ich in verschiedene Asset-Klassen bzw. Assets investiere. Dementsprechend habe ich jetzt nicht nur in Krypto oder nicht nur in XY investiert, sondern eben in verschiedene Sachen. Und dazu kommen wir jetzt. Hier habe ich ganze 50.000 Euro investiert, aufgeteilt auf drei ETFs. 50% Core MSCI World, 30% Stock 600 Europe und 20% Core MSCI Emerging Markets. So sieht mein ETF-Portfolio aus. Zweite Sache, und zwar Uhren. Ich interessiere mich wirklich, muss ich ehrlich sagen, extrem für Uhren, finde Uhren einfach nur geil. Erstens, ich finde, sie schauen schön aus, und zweitens, was ich halt eben so cool finde, ist, es ist eine Investition und man hat was davon. Zwar, ich kann sie tragen, ich kann mit ihr rumgehen, was auch immer, aber gleichzeitig habe ich auch mein Geld einfach gut und nachhaltig meiner Meinung nach darin geparkt. Speziell halt eben bei Marken wie Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe und so weiter ist halt das Geld gut geparkt, beziehungsweise man kann vielleicht sogar mit Gewinnen über die Zeit rechnen. Auf jeden Fall, das ist mein nächstes Investment, und zwar habe ich in diese Uhr 30.000 Euro investiert. Dritte Sache, auch eine eher riskant freiere Investition, und zwar Gold. Ganz einfach Gold. Braucht man, glaube ich, nicht dazu viel sagen. Ich habe mich auf jeden Fall für die physische Sache entschieden. Man kann ja auch mittlerweile bei Brokern und so weiter darin investieren. Ich habe aber einfach, ja, Gold gekauft, liegt bei mir auf der Bank. Hier habe ich ganze 10.000 Euro rein investiert.
kommen wir zur vierten Sache, wo ich rein investiert habe. Und zwar habe ich mit 17 Jahren insgesamt 20.000 Euro in Krypto gehabt. Mainly eigentlich hauptsächlich in Bitcoin und Ethereum. An der Stelle kann ich auf jeden Fall auch nochmal dazu sagen, dass mein Krypto-Portfolio gerade um etwa, ich glaube, 60% im Minus ist. Auf jeden Fall nicht so geil, aber es ist, wie es ist. Ich möchte auch auf jeden Fall noch dazu sagen, dass ich auch noch im Lernprozess bin und dementsprechend kein Profi bin, was diese Themen angeht. Somit auch keine Empfehlung für euch oder sonst irgendwas hier, sondern einfach nur meine Erfahrungen und meine Vorgehensweise geteilt für euch, weil sich das wirklich sehr, sehr, sehr viele von euch gewünscht haben. Habe ich mir gedacht, ich teile das einfach mit euch. Ich will damit transparent umgehen, weil ich finde, Geld etc. sollte einfach kein Tabuthema sein und dementsprechend teile ich das hier mit euch. Vielleicht interessiert es auch einige, was meine Ziele bezüglich Investments in der Zukunft sind. Und zwar kann ich nur eines sagen, ein großes Ziel für mich wäre auf jeden Fall im Bereich Immobilien auch noch irgendwas zu machen bzw. in diese Richtung zu gehen, weil ich das einfach irgendwie einen mega geilen Bereich finde und mich das mega reizen würde. Aber mal schauen, was die Zukunft dahingehend bringt. Ihr könnt mir ja gerne in den Kommentaren wissen lassen, ob ihr Bock darauf hättet, dass ich euch dahingehend zu diesen Themen einfach noch mehr mitnehme und update. Also meine lieben Damen und Herren, ich hoffe, ich konnte vielleicht dem einen oder anderen zeigen, dass man auch bereits in jungen Jahren eventuell schon einige Sachen auf die Beine stellen kann. Aber dennoch, es ist nie zu spät, beginnt besser jetzt als nie. Und ja, gebt einfach nicht auf, Freunde, glaubt an euch, entwickelt euch weiter, lernt, ganz, ganz wichtig, und bleibt einfach dran.